Let's go. Geil! Jetzt war ich bei den Teich eingefallen, glaube ich. Neuer Kicker oder was? Oh, der ging tief. Highline. Oh nein, voll verrissen. Nice. Ja, Mann, Mike, yeah. Dreier war das jetzt nicht ganz Mike, gell? Nein, ich fahr nicht ins Skinny, da haut's mich nur runter. I heard man when I chat and chit. I can't feel like what's good, these weeks getting split. Man better breathe and sprint, it's long if I choose to bite down. Wir sind heute auf dem Weg zum ersten Bikepark-Tag des Jahres. Und zwar am Bikepark Geiskop, das ist ein bisschen unser Homepark, kann man sagen. Ich bin schon mega gespannt, wie es das hier ausschaut, von den ganzen Strecken her und so weiter. Wir haben ein paar neue Radlteile, die ich euch zeigen kann. Ich habe ein bisschen neues Equipment, das ich euch zeigen kann. Aber primär geht es halt um den Bikepark. Schon ist es auch mit am Start, hat wahrscheinlich auch schon Bock, oder? Ja, sehr. So also geht's. Der Campingplatz ist gerammelt voll. Der ist echt gesteckt voll. Obwohl es 3 Euro am Tag kostet, das Parken, und 10 Euro pro Nacht. War auf jeden Fall sinnvoll, dass wir so früh da waren. Wir haben jetzt die Tageskarten. Jetzt geht es schon ziemlich zu am Schalter. 8.30 Uhr haben sie aufgemacht. Die Tageskarte am Geiskopf kostet dieses Jahr 42 Euro. Das habe ich vor 3 Jahren in Leogang gezahlt. Kann man also mal drüber nachdenken. Die Graffiti-Karte, die lohnt sich. Definitiv. Wir sind jetzt kurz im Forstgasthof zum Steffen, das serviert da. Ja, da steht er eh schon. Schaut mal her, das ist eine Rarität. Steffen Gebhardt arbeitet. Der Gebi. Der versucht am frühen Morgen schon mit sich zu sein. Steffen beim Forstgasthof am Geiskopf freut sich über jeden, der da zum Mittagessen vorbeikommt. Beim Steffen gibt es die beste Currywurst. Wir haben es jetzt 10 vor 9. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, erst einmal eine Runde zu fahren, bevor wir beim Steffen einen Kaffee trinken. Ist ein bisschen windig. Wenn ihr das seht, dann wisst ihr, warum ich so früh gekommen bin zum Lüftticket kaufen. Wir schauen uns jetzt mal die Geschichten an. Jetzt geht's die erste Lüftfahrt 2024. Sind schon die ersten da? Gar nicht dumm vom Timing her. Das ist ein epic Moment. Brutal. Soll ich dir helfen mit deinem Rad? Nein, du musst uns mal bitte helfen. Gut, passt. Ich frage dich noch, ob dir hilft. Auf geht's! Ach stimmt, das ist ja wieder mit dem Mudguard das Problem. So, der gibt jetzt die erste Lüftfahrt. Also ich darf gerne wieder aufpedalieren, so wie am Sommerberg. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich kenne das Gefühl schon gar nicht mehr, wie das ist. In einem Lüft zum das Sitzen. Das ist echt ein besonderes Creme. Pünktlich um 9. Pünktlich wie die Maurer. Da schaut es ein bisschen gatschig aus. Auf geht's. Das ist schon kalt. Oh, voilà. Guten Morgen. Ich mag mir jetzt erstmal eine Lap reinzünden, bevor wir irgendwas machen. Bin ich mal gespannt, ob das ein Fehler war. Geil! Geil! Hey, das macht direkt Bock! Das macht direkt Bock! Das Bike läuft da perfekt in euer Fahrzeug, genau richtig. Ja, wenn wir da noch nicht kommen, mit dem Stick. Ja. Hoppala! Die erste Lap Flow 2024. Das macht echt Bock! Das ist wirklich nach wie vor eine sehr geile Strecke. Und jetzt können wir vielleicht einmal durchzünden. Geil. Wir können durchzünden. Jo. Schauen wir mal, wie der Teil ist. Der ist eigentlich immer ein bisschen nass. Geil. Direkt voll stempeln. Ich hab so Bock. Alter, ist das geil. Machen wir gerne Pfütze. Himmlisch! Himmlisch! Alter, hab ich das vermisst. Das ist Freedom. Alter, so sick. Also die erste Abfahrt. Und ich merke,
dass ich echt eine scheiß Kondition habe. Bei mir geht's, weil wir sind notgedrungen nicht so langsam gefahren. Sollen wir schnell fahren? Ja, aber bleibst du dann beim Mittelding stehen? Du musst deine Kamera anmachen, wenn ich da eine mitgebe. So, dala. Schau mal, das ist eigentlich immer das flowigste, schönste Stück. Jawohl! Also man muss echt sagen, verändert haben sie nichts. Oben haben sie ein bisschen schöner gemacht wieder. Leichter Reshape, aber im Großen und Ganzen wie letztes Jahr. Macht ja eigentlich nichts, weil die Strecke ist ja geil. Muss man sagen. Die Kurve ist hinterfotzig. Mit dem Steiner bitte aufpassen immer. So. Julia wollte jetzt eine Pause machen, aber ich glaube, ich muss durchziehen. Weil es sind schon die ersten Leute unterwegs und es wird schon langsam ein bisschen voll. Da haben sie mit Sand aufgefüllt, das ist natürlich sehr batschig jetzt. Das ist der weiterkommen, der Hammi. Jawohl. Und ein geiler Teil wieder. Kurve. Kurve. Ich merke, der Sattel ist ein bisschen hoch. Ui, hoppala, ein bisschen dreckig. Das haben sie auch ein bisschen frisch gemacht, glaube ich. Jetzt kommt ein absolut geiles Stück noch. Hier kann man gehen. Jawohl, made it. So, der letzte Teil. Boah, schon anstrengend. Haben wir nichts weg. Boah. Das muss ich irgendwann einmal geben. Aber ich habe keinen Bock, dass ich jetzt kurz komme. Die erste Abfahrt Flow Country 2024. Geil. Entschuldigung, ich habe nicht warten können, ich wollte durchziehen. Boah. Es tut mir leid. Nice, erste Abfahrt. Passt voll, Ron. Ja. Aber die Brille ist so viel angenehmer, gell? Das hat richtig viel Spaß gemacht. Hey, man muss sagen, es geht echt überhaupt noch nicht zu. Das wundert mich jetzt, ich hätte tatsächlich eine ewig lange Liftschlange erwartet. Aber naja, da liegt der Holzstickel, sehr praktisch. Weiß man nie, wann man das einmal braucht. Oh, der Kicker ist Reshape mit Welle. Alter, schön. Hier auch Reshape, neuer Kicker oder was? Alter, ist der Sattel geil. Das ist ein Auhens. Die ganze Kickerline haben sie reshaped, gell? Hast du es gesehen? Die Kickerline ist neu. Also das feiert die schon, Alter. Das ist, glaube ich, sogar ein neuer Kicker, oder? Fett. Also ich bin sehr zufrieden. Wir gehen jetzt erst das Equipment durch. Und nach der Abfahrt, die danach kommt, gehen wir dann ein Bike durch, was da neu ist. Dass nicht so alles auf einmal ist. One Lap, One Coffee. Wir trinken jetzt einen gemütlichen Kaffee. Dabei erzähle ich euch kurz, was ich so neues Equipment habe. Wir fangen an, ich habe meinen Helm gekauft von Puck. Nicht gesponsert, selbst gekauft. Finde ich geil. Bin überzeugt, passt mal gut. Machen wir weiter mit der Brille. Die habe ich tatsächlich nicht gekauft. Die habe ich gekriegt von Naked Optics. Das ist die Nova-Brille. Eigentlich keine Mountainbike-Brille, sondern eine Skibrille. Weil aber die Mountainbike-Brillen oder die Hauptbrille, die Line, die ich letztes Jahr gefahren bin, ausverkauft ist, fahre ich jetzt die Nova von Naked Optics. Wie ihr ja schon gesehen habt, wechselbare Gläser. Finde ich fast nur ein bisschen geiler, weil es ein bisschen größer ist vom Sichtfeld. Kann ich euch empfehlen, ist unten ein Link, da könnt ihr meinen Channel ein bisschen unterstützen. Das ist ein Affiliate-Link praktisch. Aber die wirklich dahinter machen gute Produkte. Und wenn ihr euch fragt, wie man einen guten Ton mit der GoPro herkriegt, dann verlinke ich euch auch noch das Windschutzgehäuse da. Das ist so ein Schaumstoff. Ihr müsst in die Einstellungen noch Windreduzierung wegmachen. Das Ding drauf. Fertig. Und wir fahren jetzt mal ein Lap. Und dann zeige ich euch, was ich am Radl neu gemacht habe. So, let's go, Lap 2 of the day. Da ist ja nichts los. Also ich weiß nicht, wann so wenig los war und das zum Opening. Liegt wahrscheinlich mitunter dran, dass die Gravity Car noch nicht geht. Schauen wir mal ein wenig in Freeride rein. Daddy Song, oder wie es jetzt heißt, Mallet Trail. Da ist er noch gescheit Gatschi gering, ja? Uiuiui. Super. Jetzt halt. Was bitte auch? Let's fetz. Ja, geht gut, Alter, geht gut.
Der ging tief. Boah, alle Landungen so flach, gell? Jawohl. Helen? Oh nein, voll verrissen. Zack, springt noch schön vorbei. Leute, es ist ruppig. Kann sein, dass die Sprünge vielleicht ein bisschen neu sind. Ich weiß es aber nicht. Oh, herrlich. Ja, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. So ein bisschen was Gröbers. Die Conditions sind sehr gut, muss ich sagen. Ein bisschen gatschig. Aber es geht. So, weiter geht's. Ich glaube, das ist ein bisschen neu da, die Einfahrt. Die Straße ein bisschen am Stein entlang. Schön die Kurve von außen mitnehmen. Schauen wir mal, was da gemacht haben. Das war jetzt ein bisschen sketchy, du. Aber alles gut. Muss einfach wieder ein bisschen reinkommen. Was sagst du bis jetzt? Anstrengend. Und ich fühle mich, als könnte ich noch mal Radl fahren. Das ist die erste Fahrt einfach. Kann man nichts machen. Macht euch da auch keinen Stress. Passt schon. Hört schon. Ich fühle mich echt. Ohne Scheiß. Du bist ja seit Oktober nicht mehr auf dem Ding gehockt. Weil es das erste Mal auf dem Rad steht. Aber als wir Radl fahren, verlernt man nicht. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Cardio Line 2024. Jawohl, geht gut. Uiuiui, da hat sich ein bisschen ein Dreck aufgewirbelt. Ich weiß aber nicht, warum das passiert ist. So, jetzt schauen wir mal. Oh nein, um Gottes Willen. Das hat jetzt irgendwie nicht so hingehört. Ich wollte eigentlich da einen Sui machen, jetzt hat es mich voll ausgehebelt. Ui, hi. Jetzt machen wir erst einmal eine Besichtigungstour. Und dann filmen wir ein bisschen. Die Lippe ist neu, die auch, glaube ich. Das ist auch neu. Da haben wir ein bisschen verbessert, glaube ich. Da ist man ein bisschen kurz jetzt. Oh Gott, da auch. Oh Gott, nein. Help. Lauft noch nicht so schnell. Haben sie ein bisschen geschottert. Ich hätte beinahe den Vogel zusammengefahren, glaube ich. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Könnte ein bisschen besser sein, aber das ist der Boden, den sie da so ein bisschen präpariert haben. Der ist eher ein wenig pickert, als dass er schnell läuft. Das ist schon wieder gewohnt, viel Verkehr schon langsam. Gehen wir schnell die Teile durch. Ich habe einen neuen Sattel montiert. Vorher war nämlich so ein Dammelsattel oder was das ist drauf. Jetzt habe ich einen schönen, breiten, gepolsterten SDG Apollo Sattel drauf. Der hat an der Seite schöne Gummierung, dass man den schön klemmen kann, wenn man noch eins macht und so weiter. Wird auf jeden Fall angenehmer und ich glaube, so Sättel sind eh bloß dafür da, dass man nicht oben irgendwie einen Rahmen reinregt, weil ein Loch drin ist. Als nächstes ist neu der Vorbau. Nämlich hier vom OneRacker standardmäßig so ein 30 mm Vorlaufding drauf. Hat auch OneRacker den Grund, dieses Vorwart-Geometriesystem, was weiß ich, längerer Radstand und dass da nicht ganz so unkompert ist, baut man einen kurzen Vorwart drauf, keine Ahnung. Ich habe jetzt das aber bei mehreren OneRacker Pros schon gesehen, dass die auch trotzdem einen längeren Vorwart fahren. Das Ganze habe ich jetzt einfach mal nachgemacht, einen Reverse-Vorbau mit 50 mm Vorlauf. Ist auf jeden Fall um einiges angenehmer, man kann da endlich mal hier zum Luft abpumpen. Und ich möchte mit dem Geometriekit von OneRay gehen und den Lenkwinkel ein bisschen steiler machen. Somit sollte wieder alles einigermaßen Blut sein. Ich meine, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber ich probiere einfach so lange, bis es sich gut anfühlt und dann lasse ich es so. Und ich habe noch einen neuen Lenker. Ich habe ja vorher den Chrom Lenker gehabt mit 50 mm Rise. Jetzt haben wir auch wieder einen Lenker mit 50 mm Rise Reverse Nico Wink, glaube ich. Der ist einfach ein bisschen breiter, weil der andere war von dort. Ja, und der ist halt schwarz, was besser zum Rad passt. Es ist YOLOG. Yo! Der Mountainbike! Yeah! Dreier war das jetzt nicht ganz meigel, gell? Du musst dann mehr Tipps machen. Mach einen Flip einfach, genau. So, wir fahren jetzt mal ein bisschen übel ein. Böses Auge.
Weil der Anfangsteil ist recht fad. Und bei den Holzelementen muss man halt bestimmt ein bisschen vorsichtig sein. Aber so läuft's gut. Ich hab ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Aber es geht. Oh, hat man ab, bada. Gelegt mir mal. Geht? Da sind auch Durchschlag hochgehört. Alles okay? Ratz mal, was geht bei dir ab, Alter? Was tust denn du, Junge? Geleck mir mal. Geht's bei dir? Ich bin mit dem Arsch in die Karte rein. Alles klar? Geh her. Ja, geht schon. Stehst du ein bisschen blöd im Weg. Jetzt haben wir wieder was für einen Vlog. Yeah. Danke für den Content. Richtig so. Ich fahr so in die Kurven rein, auf einmal liegt er mit dem Kopf raus da unten und das Radl so. Steh hier. Oh! Jetzt bin ich ein bisschen schief auf dem Pedal gestanden. Oh mein Gott. Oh leck, ist das ein Gebolze. Seit wann ist das so ein Gehacke, Alter? Ja, du, was ist mit dir? Ah, warte kurz. Das gibt's ja rein. Boah, was ist denn das für eine Landung? Da ist alles Morsch. Uiuiui. Alter, die Erde bebt. Die Erde bebt, wenn er einschlägt. Gott, war der schlecht. Na, erst Mangiare. Brauch jetzt was zum Essen, ey. Oh. Oh Gott, wo will er hin? Endlich Mittag. Um halb drei. Ich wollte eigentlich gleich filmen, aber ich war zu gierig schon wieder, weil es so lecker ist. Ich wurde die Hälfte verputzt. Aber ich hab einen Salat. Hashtag stay healthy. Das ist ein Salat. Ich habe jetzt gerade ein paar Schrauben nachgezogen, weil ich es komplett slick gehabt habe. Und jetzt habe ich festgestellt, der Dämpfer saut. Das heißt, mir hat es den Dämpfer wahrscheinlich zerrissen, irgendwo da läuft es runter. Ich fahre jetzt heute noch fertig, weil kaputt ist jetzt eh schon. Ich hab gerade schon die ganze Zeit gesagt, dass echt wenig ist da herum. Macht nix. Jetzt fahren wir noch eine kurze Verdauungsflow. Da muss man ein bisschen Abstand halten, dass man Spaß hat. Weil es ist halt natürlich auch die Anfängerstrecke und das ist ja in Ordnung. Aber ich dachte dann trotzdem gerne mal schnell durchradieren. Finger drauf. Einmal schön. Oh, da sind die Kurven schon wieder gelöchert. Meine geliebte untere DH. So ein schönes Stück. Also das ist echt, glaube ich, mein Lieblingseck am Forstkopf. Da muss man mittlerweile ein bisschen bremsen. Weil sonst überschickt man alles drüber. Überschickt man. Überspringt man alles. Hui. Hui. Leicht ausgewaschen. Geil. Das macht Spaß. Schnell und flowig. Das ist genau mal wieder. Ich wollte eigentlich, ja, wohl. Nein, ich fahr nicht ins Skinny, da haut's mich nur runter. Yo!
Hey, da ist ein Vogelhäusl. Das ist bei einer geworfen. Ich hab gerade gesagt, in der Kurve, hey, da ist ein Vogelhäusl. Da ist bei einer geworfen, weil ich das gesagt habe. Und dann habe ich gesehen, das ist eine Fotostelle. Hallo! Yo! Nice! Nice! Oh! Ja! Alter, das geht voll gut! Papa, weißt du? Achso, du möchtest da reinfahren, gell? Diese X-Ride, ich glaube, das ist auch ein bisschen neu gemacht worden. So ein Abzweig von der Cardioline. Ja, da kann man langsam Kurven fahren anscheinend. Geil! Der war's jetzt, oder? Jetzt tun mir die Schultern wieder weh. Alter, geil! Ich bin halt echt motiviert und bestens beieinander. Ich möchte jetzt an diesem Dreier-Set drei Dinge noch schnell machen. So. Ja, der wird bald ein bisschen schimmelig, aber passt schon. Jetzt war ich bei den Teich reingefallen, glaube ich. Ich habe gerade keinen Nofo kennen über den Rahmen drüber. Das war's jetzt fürs Erste. Wir ziehen uns jetzt um, laden die Radl auf, richten wir alles her. Dann gehen wir noch zum Steffen auf in den Forstgasthof. Da gibt es dann vielleicht noch ein kühles Getränk. Und dann machen wir noch ein kleines Fazit zum Tag. Und ein Fazit zum Bikepark, zu den Strecken. Abschließend kann man sagen, dass sie eigentlich am Park nicht recht viel verändert hat. Sicherlich haben sie mal eine Kurven oder einen Absprung reingeschäbt, ein paar Löcher mit Erde aufgefüllt. Aber grundsätzlich ist alles so, wie das letzte Jahr war. Was aber nicht schlimm ist, weil der Bikepark Gaiskopf ja echt ein spaßiger Park ist und die Cardioline läuft jetzt auch flüssig. Dementsprechend auf jeden Fall einen Besuch wert. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben und über ein Abo. Würde mich sehr unterstützen bei meiner Arbeit. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Radlfahren. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Habe die Ehre.